Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie beide in meiner Beratungsstunde erschienen sind. Nun, Ihr Problem. Wissen Sie, es ist durchaus selten, dass wir ein Pärchen treffen, das über Beziehungsprobleme aufgrund von, nun ja, Musik klagt. Ach, Herr Doktor, wenn es doch nur die Musik wäre. Nun, ich bin gar kein Doktor. Ja, wie dem auch sei, jedenfalls gibt es dort einige grundlegende Dinge, über die wir reden müssen. Dann werden wir das gleich mal tun. Hey, lassen Sie das! Was? Wollen Sie auch eins? Du kannst ja doch keinen saufen. Na hör mal, als ob mir irgendwann der Ort, an dem ich saufe, nicht egal gewesen wäre. Also hier können Sie jedenfalls jetzt nicht trinken. Ist ja schon gut. Nun, vielleicht erzählen Sie mir als erstes einmal, welche Situation Sie im Alltag besonders stören. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Er will sogar Musik hören, wenn wir Liebe machen. Schatz, kommst du ins Bett? Aha, kein Sexualleben mehr, so. Naja. Und jeden Samstagmorgen kommt er von irgendeinem Konzert wieder, verschwitzt und voller Bier und kann seinen Nacken nicht mehr bewegen. Oh. Gerade war ich noch bei Creator und Pit und jetzt werden wir uniten in Hate. Ach so, und dann haben sie Sex. Ja, dann ist er wie ein Tier. Aber er riecht leider auch so und er kann seinen Nacken nicht mehr bewegen. Ah ja, er verhält sich wie ein Tier. Haben Sie Haustiere? Ja, wir hatten eine Katze, aber die hat er irgendwann mal für ein satanistisches Ritual geopfert. Aha, Satanist und Tierschänder. Sehr interessant. Und außerdem hängt er viel mehr mit seinen ganzen Säuferfreunden rum als mit mir. Manchmal denke ich bin ihm total unwichtig geworden. Manchmal denke ich, er kennt so etwas wie Liebe überhaupt nicht. Nur Hass. Aha, voller Hass. Kennt keine Liebe. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann das nicht mehr. Ich stelle dich jetzt vor die Wahl. Entweder deine Musik oder ich. Entscheide dich jetzt. Gewalttätig. Achso. Ja, ich denke, ich weiß, wo Ihr Problem ist. Sie haben einfach die falsche Frau. Aber ich denke, dieses Problem lässt sich relativ schnell aus der Welt schaffen.